Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Offensichtlich hat er doch nicht dann gespeichert, als ich gedacht habe, aber egal. Das war ja glücklicherweise jetzt nicht so schwer. Der schwere Teil, der kommt ja erst noch. Der Helikopter ist gleich da vorne. Ich brauche etwas Zeit, um den Start klar zu machen. Beeilen Sie sich! Ich will hier endlich weg! Hoppala. Selbst kennen.
Bringen Sie mich einfach zu Weaver, Sheriff. Du setzt alles auf eine verrückte alte Lady, Al. Ich hoffe, du liegst damit richtig, sonst ist diese Stadt verloren. Kriegsgebiet. King Kong, mutierte Alligatoren und Alex Casey mischt jedes Wochenende alles auf. Hören Sie, bis vor ein paar Tagen habe ich noch nie eine Waffe getragen. Mein Vater war früher mal Kopf da. Er hat mir ein paar wilde Geschichten erzählt. Solche Geschichten? Nein, nein, nur das übliche Böse. Quasi wie in Ihren Büchern, Wake. Ich habe Dad immer damit aufgezogen, dass er war wie Alex Casey. Sie haben es gelesen? Na klar, Sie schreiben ziemlich gut. Etwas übertriebene Metaphern vielleicht. Das hat mir noch niemand gesagt. Wir nähern uns dem Kraftwerk. Sehen Sie das erleuchtete Gebäude? Und das ist der Staudamm, dort oben am Fluss. Ich kann hier nicht landen. Ich gehe auf der anderen Seite des Flusses runter. Bringen Sie mich hin, Chef. Ich habe schon wieder meine Waffen verloren. Das ist, glaube ich, eine Sache, die mich so richtig ankotzt bei dem Spiel. Es ist irgendwo gameplay-technisch ist es nachvollziehbar, sagen wir es mal so. Aber es kotzt mich einfach nur an, wie viele Granaten und wie viele Flares ich hatte und weiß ich, was ich alles hatte, ja. Da hätte ich ja einen ganzen Krieg führen können mit. Und jetzt habe ich wieder nur diese kleine Funzel, wo er auch immer die her hat. Und mein scheiß Revolver. The darkness controls the taken. The darkness wears her face. Okay, ich hätte jetzt gedacht, das würde klappen. Ich musste was mit der Kette tun, um die Tür zu öffnen. Geht doch. War ja klar. Au. Mach hin, ne? Vor allem, ich hatte alles. War ja klar. Kleine arschgesichtige Fotze. Vor allem, sie nehmen mir die Sachen erst weg, um sie mir dann anschließend wiederzugeben. Das ist so. Ich sag dazu jetzt nichts. Ist trotzdem ein gutes Spiel. Aber das geht mir auf den Sack. Auf den Sack geht das. Und jetzt der neue Song einer Band, die mich immer an unsere lokalen Rocklegenden, die Old Gods, erinnert. Keine Ahnung wieso, ist wohl einfach so. Wie auch immer, hier sind die Poets of the Fall mit ihrer neuesten Single War. Eine gute Arbeit für Nachtschwärmer. Also, ich gehe mal davon aus, dass ihr das wisst. Wow, du Fotzen.
Aber Poets of the Fallen sind im Grunde genommen die Real-Life Band hinter Gods of Asgard. Old Gods of Asgard. Der, Alter. Okay. Ja. Hinter der Videospiel-Band sozusagen. Habe ich keine Dinger mehr? Scheiße. Okay, das wird ein Loose. Jop. Und jetzt der neue Song einer Band, die mich eine immer gute Arbeit für Nachtschwärmer. Das bringt ja, diese Dinger bringen halt auch gar nichts. Schlampe! Ah! Oh. Diese Schwerfälligkeit von Charakteren! Und jetzt der neue Song einer Band, eine die gute mich Arbeit für Nachtschwärmer. Die Old Gods erinnert. Keine Ahnung wieso. Oder einfach so. Wie auch immer. Hier sind die Poets of the Fall mit ihrer neuesten Single War. Bleib jetzt hinter dem Ding hier. So. War ja klar. Ich hab's gehört, ich konnte aber nicht reagieren, weil der so arschlangsam ist. So. Und jetzt der neue Song einer Band, die mich gute Arbeit für Nachtschwärmer. Wie auch immer, hier sind die Poets of the Fall mit ihrer neuesten Single War. Das kann man einfach nicht. Alter, wirklich. Yeah.
Hau. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Die sind fast alle tot. Nur weil du nicht schießen kannst. So. Das Kraftwerk leuchtete in der Nacht, ganz nah, aber ich musste noch einen Weg dorthin finden. So, wir haben gelernt, Elektrizität tut den weh. Aber das wussten wir ja vorher schon. Der eine ist ja vorhin in der vorigen Folge schon in so eine offene Stromleitung reingerannt. Ein roter Stuhl. Achso, ich muss hier auch hoch, ne?
Okay. Oh Gott! Mehr Vögel! Was man mitnehmen kann. Nö, nö, nö. Beweg dich, du Schlampe! Beweg dich! Beweg dich! Alter! Dass der nicht rennen kann, ey! Das ist wie so ein alter 80-Jähriger. Und selbst ein fucking alter 80-Jähriger ist wahrscheinlich... Also ich bin jetzt auch kein Ausdauersportler, aber what the fuck? Einfach nur what the fuck. Also noch unsportlicher als ich. Träumen wir davon, Schmetterlinge zu sein? Oder sind wir Falter, die das Menschsein träumen? Solche philosophischen Gedanken sind immer abstrakt. Und doch finden wir einige Beweise für das Wesen unserer Existenz. In Night's Brains. Heute Abend ein Mangel an Kreativität. Hallo Martha, was wolltest du mir zeigen? Olivia, wie gut, dass du da bist. Bitte, es ist im Keller. Oh Martha, oh, das ist fantastisch. Ja, nicht wahr? Ich habe es heute Morgen entdeckt. Als ob es nicht da wäre, aber... Oh, ich kann es nicht ansehen. Ja, das tut mir leid. Oh, wo kommen Sie denn her? Nun, ich versuche zu arbeiten. Haben Sie das hergebracht? So ähnlich. Eigentlich habe ich alles hergebracht, bis auf das. Wirklich? Aber was ist das? Oh, man könnte es wohl ein Loch nennen. Tatsächlich ist es ein Fehlen. Ein Fehlen von Realität. In Marthas Keller? Ja, dabei lief es so gut, ja? Ich erfand zwei alte Damen und packte etwas echt Seltsames in den Keller. Ein toller Anfang. Aber jetzt bin ich völlig blockiert. Ich weiß nicht mehr, was ich wollte. Na, das hier ist doch ein ganz normaler Keller. Wirklich? Warum ist dann Ihre Freundin hier? Ich weiß nicht. Na gut. Können Sie es nicht ignorieren? Oh nein, das geht nicht. Es kann zu einer Handlungslücke werden. Könnte schon eine sein. Das könnte alles zerstören. Oh je. Okay, hören Sie, nichts für ungut. Aber ich weiß nicht, wo das hinführen wird. Und Sie helfen mir nicht. Trinken Sie doch oben eine Tasse Kaffee, während ich überlege, wie es weitergeht. Tja, wenn Sie meinen... Vielleicht sollte ich einfach aufhören. Oder ist das Schwachsinn? Okay. Ist das Schwachsinn oder nicht? Wer weiß. Wer es weiß. Es liegt nur wenig zwischen Dummheit und Erhabenheit. Night Springs. Night Springs. Und das war auch unsere Folge. In Night Springs. Ach nee, in Pride Falls. Egal. Ja, wir sind fertig für diese Folge. Also, schönen Tag noch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn nicht, spielt es selber. Ansonsten bis dahin, arrivederci und schön mit Ö. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.